Es kostet so viele Steine, das hier alles zu machen. Nö, das ist sehr komisch. Also ich bin im Online-Modus, ich sehe die anderen Geister. Aber find niemanden zum Töten. Mau, mau, mau. Sei es drum. Okay, was haben wir noch so zu tun? Wir könnten jetzt versuchen, wieder den Goldenen Ritter mit dem Riesenhammer anzugehen. Wir haben inzwischen einige Seelen gesammelt. Wir haben es primär in Anpassung gesteckt, wodurch ich halt wesentlich flexibler bin und schneller. Also ausweichen könnte ein bisschen besser gehen und Tränke trinken geht schneller. Sonst haben wir unseren neuen tollen Stab auf plus 10. Wir haben unsere Robe, die allerdings noch nicht wirklich aufgestuft ist. Das würde ich richtig gerne. Ich würde irgendwo gerne Funkeltitanit farmen. Das ging hier, oder? Ich will da nicht wirklich wieder rein. Gebetsturm, zerfallene Ruine. Aber ja, ich glaube, hier konnte man Funkeltitanit farmen. Bei den Priesterinnen sogar. Das heißt... Also erstmal müssen wir dich da töten. So. Dann brauche ich Ausrüstung. Dich weg. Ich brauche den goldenen Schlangenring. Ich brauche die Kappe, die die... Das Ding ist so peinlich. Kappe, die dafür sorgt, dass ich mehr Loot bekomme. Wo ist mein Monokel? Da ist mein Monokel. Gibt es dafür eigentlich einen Wert? Diesen Glückswert beim Loot? Ich wüsste nicht, worunter ich gucken sollte. Nee. Aber ich hoffe mal, die beiden Sachen stacken. Ja, und jetzt müsste ich theoretisch immer und immer und immer wieder die ganzen Priesterinnen töten, die mir regelmäßig den Arsch versohlt haben. Die werden immer noch schwer sein. Frostborne, ja. Lebensstein. Hehe. Hallo, ihr drei. Ich habe da eine super Idee. Ich schieß mal den in der Mitte an und guck, was passiert. Oh oh. Ja, die heilen sich einfach alle. Was? Nö. Nö, 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 nö. So nicht. So nicht, mein Junge. Feuer. Also ja, die Priesterin haben einen Flächenheilzauber. Der ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen. Weil sie halt nicht wirklich viel zum Heilen hatten. Das heißt, ich müsste da mit den Kugeln über dem Kopf reinlaufen. Die Kugeln müssten alle auf die Klerikerin gehen. Und dann müsstest du mit irgendwas anderem treffen. Also wegsnipern wird nicht gehen. Also sie steht zwar vorne, aber es wird nicht gehen. Wenn ich jetzt einmal auf sie schieße mit einem Seelenspeer... Kommt was von hinten? Ja. Wenn ich einmal auf sie schieße mit einem Seelenspeer, werden die Priester daneben sich vor sie stellen. Also nicht gewollt vor sie stellen. Sie werden einfach in meine Richtung gehen und dadurch den Weg blockieren. Oder die Sicht blockieren. Aber ich teste mal. Ich kann ja immer noch freigerweise zum Leuchtfeuer zurücklaufen. Oh. Tot? Ja, sehr schön. So. Ah, ich hau dich einfach trotz Schild kaputt. Das ist mir sowas von... Oh. Ja. Trauen sich nicht an das Leuchtfeuer ran, glaube ich. Hallo? Haust du mich auch mal? Gleich hat er mich tot mit zwei Schlägen. Gut. Wow. Wow. Also unser Stab war ein super Upgrade. Glitzert die da nicht? Und Erzdrakenstiefel und schimmernder Lebensstein. Also ich denke, der goldene Ring stackt. Oh, ich habe gerade irgendwas... Ja, ich habe gerade die andere Priesterin geaggroht.
da hinten ist irgendeine tot. Trink bitte einen Trank. Ja, dich will ich töten, Grant. Ich weiß jetzt, ich brauche nur zwei von den großen Seelenpfeilen, um dich zu töten. Das ist sehr beruhigend. Komm, versuch mich zu hauen. Oh, ja, hau mich ruhig, ist okay. Warum kam da kein dritter Schlag? Nochmal, komm her. Du willst mich zur Priesterin locken, gib's doch zu. Wo ist sie? Irgendwo rechts. Oh, oder du drehst mir auf den Rücken zu, das ist noch viel besser. Oh. Da bist du. Also von hinten das Feld aufzuräumen, ist hier irgendwie wesentlich angenehmer, als frontal auf ihn zuzulaufen. Es macht ja schon fast Spaß, die Sachen hier zu farmen. Funkeltitanit. Zwei Stück jetzt schon. Das ist super. Okay, 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 okay. Also ich werde jetzt, ich denke mal im Zeitraffer, das komplette Gebiet hier durchfarmen, solange bis nichts mehr spawnt. Und danach dann vielleicht sogar... Also wir sind jetzt ja hier in dem Gebiet, wo ich so richtig, richtig, richtig oft gestorben bin. Na? Ja, man erkennt sich. Hallo Priesterin. Ach, fang ich an. Ja, das ist die eine Seite von dem Gebiet. Das war das nervige Gebiet. Dann kam da das Leuchtfeuer, wo ich fast Halleluja geschrien habe, als ihr das gesehen habt. Weil das ziemlich, ziemlich nervig war. Da hinten ist Loot. Und hinter dem Leuchtfeuer kommt nochmal so ein Gebiet mit Priestern. Wobei das wesentlich entspannter war. Was mir jetzt aber Dings einfällt... Also ja, ich kann hier farmen. Das ist machbar. Es ist, ne, nicht super einfach, aber es ist machbar. Was jedoch einfacher wäre und genauso viel bringen könnte, wäre... Hier ganz am Anfang... Da, wo die singende Frau war, die uns veräppelt hat. War das hier? Hier sind wir zum ersten Mal runter. Und dann kam die singende Frau und dann kamen die Viecher am Boden und so weiter. Hier kamen allerdings schon die ersten Priester. Und die können ja das Funkeltitanit auch droppen. Na, hier war nichts mehr. Das heißt, Planänderung. Ich werde jetzt erstmal hier gucken, mit euch zusammen, ab wann die Priester kommen und ob sich das lohnt. Weil der Haken ist, ich muss jetzt schon den ganzen Turm hier runterlaufen. Dann muss ich wahrscheinlich an diesem ganzen Kleinvieh hier... Wobei, ein paar davon kann ich überspringen, aber ich werde die sowas von nicht überspringen. Okay, also wir töten alles Kleinvieh, was wir sehen. Und die ersten Priester kommen gleich am Anfang schon. Gut. Also das Gebiet ist super. Wir kriegen sowohl Human Effigies, die wir brauchen, um immer wieder menschlich zu wirken, als auch Funkeltitanit. Und der Große reicht nicht als One-Hit. So, du. Problem, was ich mir bei diesen Dingern hier vorstellen kann, ist, dass wenn die sterben und wieder zurück ins Wasser fallen, ich nicht sehe, dass sie Loot dabei haben. Gucken wir gleich mal. Das sind richtig schön viele. Also ich müsste einiges an Human Effigies zusammenbekommen. Und dazu noch ein paar Funkeltitanit. Von den ganzen Priestern da hinten. 1, 2, 3. Ja. Und das kann ich jeweils so 12 bis 15 Mal machen. Da müsste ich doch genug zusammenbekommen, um meine Robe aufzustufen, oder? Oh, ohne. Zumal die Funkeltitanit-Sachen auch nur auf plus 5 aufstufbar waren, oder? Ich glaube, da war was. Ja, und hier in dem Gebiet hatten wir uns eh nicht so super toll umgeguckt, weil mir das irgendwann richtig, richtig nervig wurde mit dem durchgehenden Sterben. Ich glaube, das war nirgendwo so schlimm gewesen wie hier in dem Gebiet bisher. Das heißt, wir hatten da hinten schon Loot gesehen, wir haben da hinten noch ein ganzes Gebiet. Was so aussieht, wenn man hingehen könnte. Das kann ich alles schön erforschen. Was so ein kleines bisschen Ausrüstung ausmachen kann. Das ist Hammer. Oh.
So nicht. Warum? Letztes Mal konnte ich dich one-hitten damit. Sehr komisch. Loot, gib mir Loot. Funkelt die da nicht. Vor allem mit Helm und Dingens. Also bisher hatte jeder von denen einen dabei. Kann das auch? Kann das sein? Schade, okay. Ich hätte nichts sagen sollen. Aber ich teste das trotzdem mal bei dir. Also wenn sie Loot droppen, dass sie dann jedes Mal einen haben. Funkelt wieder nicht. Und das Erzdrakenset müsste jetzt voll sein. Ja, gucken wir mal ganz kurz. Heiligen Autoritätsrüstung, Alonne Gewand, Sängerin Gewand. Das war das, ne? Ja, nee, das war nicht so toll. Moment mal, das haben wir nur einmal. Da muss das was anderes gewesen sein. Was steht da? Man weiß nicht viel über die Erzdrakensekte und ihre uralten Rituale. Doch es heißt, ihre eingespielten Wunder und ihr selbst im Angesicht des Todes standhafter Glaube hätten sie einst zu starken Rivalen der Dranglake-Truppen gemacht. Also doch, das hatten wir schon mal vorgelesen. Aber die Robe haben wir nur einmal. Da. Ja, okay. Unsere Robe ist schon plus 3. Das darf man nicht wirklich vergleichen. Hat allerdings keinen tollen Bonus. Wie schaut das hier aus? Grabeswächter, Häftling, Männchen. Wir haben noch keine Drakenkapuze. Ne, okay. Dann wieder dichter an. Ja, dich da an. Klickt immer das Falsche. Erzdrakenhandschuh. Ja, da. Die sehen stylisch aus. Also Lederhandschuhe mit Silberringen und komischem Tattoo auf dem Handrücken und so weiter. Aber die machen leider nichts und die Stats sehen auch nicht so toll aus. Naja, gut, weiter töten. Also, die Viecher hier können Human Effigies droppen. Aber wir haben jetzt ungefähr 10 Stück umgebracht und nur der allererste hatte einen gedroppt. Also da wird doch nicht so viel zusammenkommen. Aber ja, ich werde jetzt einen Zeitraffer machen. Und da werde ich dann so, keine Ahnung, 20 Minuten lang die Gegner hier alle töten. Das Ganze bei 16 Geschwindigkeit ungefähr. Ihr könnt also, wenn euch das nicht wirklich interessiert, weil es immer das gleiche sein wird, ich werde jetzt nichts erforschen gehen oder so. Also einfach ab jetzt das Video gucken. Das Video überspringen, das Ende. Und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis denn.